Hallo, raten oder wählen in der Sächsischen Schweiz? Nein, wir sind im hinteren Raubschloss auf dem Winterstein, 390 Meter hoch, in der hinteren Sächsischen Schweiz. Die Sächsische Schweiz ist nicht nur aus naturgeografischer Hinsicht, sondern auch als kulturhistorischer Hinsicht interessant, bemerkenswert und spannend. Von hier aus wieder ein wunderbarer Ausblick, zum Beispiel zu den Bärenfangwänden. Auch der Winterstein gehört zum Nationalparkgelände. Der Nationalpark der Sächsischen Schweiz, einer der 16 Nationalparks in Deutschland übrigens. Schon 1938 wurde das Gelände um die Bastei herum zum Naturschutzgebiet erklärt. Und seit 1990 gibt es in diesem Bereich das Nationalparkgelände etwa 90 Quadratkilometer groß. Die umgebenden Dörfer und Naturräume gehören im Wesentlichen zum Landschaftsschutzgebiet. Auf der Karte zeigen wir euch gleich wieder das genauere Gelände. Ente gut, alles gut. Ach, Ende gut. Alles gut.